Auf YouTube heißt es doch immer so schön, abonnieren, kommentieren, favorisieren, Glocke aktivieren. Somit will man einfach nur Bestätigungen der Zuschauer haben. Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, habe ich auf meinen Videos zum Großteil schon die Like-Funktion ausgemacht. Besonders weil es einfach so ist, dass Menschen schlussendlich versuchen, einem YouTuber extra Dislikes zu geben, um halt die Statistik kaputt zu machen. Und dem will ich halt damit vorbeugen, dass sowas nicht passiert. Außerdem ist es halt einfach so, warum brauchen wir Likes? Es gibt eine Kommentarfunktion, wenn jemand sagt, mir hat dieses Video nicht gefallen. Ich kann es dann zwar sehen, wenn ihr Dislike, aber grundsätzlich ist es so, ich finde das Like- und das Dislike-System einfach nicht gut. Besonders, weil dann einfach, wie gesagt, schon irgendjemand hingeht und einfach mal einen Shitstorm macht von wegen, ja, das Video gefällt einem nicht. Beziehungsweise eigentlich ist es ja nicht schlecht, aber man hat halt einfach was gegen die Person oder sonst was. Deswegen disliked man es einfach, um die Statistik kaputt zu machen. Beziehungsweise, dass das Video halt nicht mehr höher gerankt wird. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Es geht mir hauptsächlich darum, dass grundsätzlich das ganze Internet daran anpeilt, dass einem alles gefallen muss und jeder seinen Senf zu allem geben muss. Auf Instagram, Snapchat, Facebook, sonst was kann man überall seinen Senf zugeben, ob was einem gefällt oder nicht, auch auf Twitter. Und das finde ich halt einfach nicht gut. Deswegen sag ich persönlich, tue ich ab sofort all meine Like-Funktion bzw. Dislike-Funktion auf bestimmten Videos einfach ausschalten. Dafür gibt es eine Kommentarfunktion. Wenn mir jemand was zu sagen hat oder sagt, mir gefällt das Video nicht, dann hat diese Person halt auch einen Grund zu bringen, bin ich zumindest der Meinung, und nicht einfach zu disliken. Besonders, wenn man ein gutes Video macht und dann hat man so 20 Likes und dann 2 Dislikes, dann fragt man sich schon, okay, woher kommen die Dislikes? Warum hat diese Person gedisliked? Und von daher sag ich einfach, ich mache das aus, dass Menschen einfach ihre Meinung in die Kommentare schreiben können. Und von daher finde ich das halt einfach eine bessere Idee, wie zu liken, zu disliken und fertig ist. Also Kommentarfunktion forever. Und wenn du noch kein Abonnent dieses Kanals bist, würde es mich sehr freuen, wenn du mich mit einem Klick auf den Abo-Button unterstützen würdest. Denn hier auf meinem Kanal geht es um gesellschaftskritische Themen. Somit verabschiede ich mich für heute. Bis zum nächsten Mal!